liebe Schwestern und Brüder, liebe Schönstädter und vielleicht auch mehr zugewandte Orte, der Schönstadtbewegung zugewandte, ich weiß gar nicht so im Einzelnen, wer sich wo einordnet, aber wie ich weiß, Sie kommen gerne hierher und Sie haben alle Freude, wenn wir die Gottesmutter an ihrem Geburtstag feiern können. Wenn wir das bei der Gottesmutter tun, ist es ein bisschen anders, als wenn wir sonst jemandem gratulieren zum Geburtstag, aber so viel anders auch nicht, meine ich, weil was macht man anderes, wenn man jemanden feiert, Geburtstag feiert? Man freut sich über die Person, man schaut, was ist diese Person Besonderes, was können wir über diese Person Besonderes sagen. Und das möchte ich auch bei der Gottesmutter machen. Es gibt ja ein Lied für den Geburtstag, da heißt es drin, wie gut, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Und wenn wir das schon von jedem Einzelnen, der Geburtstag hat, sagen können, in ganz besonderer Weise von der Gottesmutter. Weil wir wären nicht Christen ohne sie. Wenn sie nicht geboren wäre, ja, wir wissen nicht, was Gott dann gemacht hätte, aber sie hat uns Christus, den Erlöser, gebracht. Eigentlich eben, wie gut, dass du geboren bist und uns den Heiland der Welt, Jesus Christus, gebracht hat. Sie hat aber noch anderes in die Welt gebracht. Auch wenn wir auf ihre Person schauen. Ich habe gedacht, was können wir von ihr Besonderes sagen? Was zeichnet sie aus? Man könnte ganz vieles sagen. Ich habe gedacht, ich glaube, heute möchte ich sagen, die Gottesmutter ist ein Mensch der Freude. Die Freude in sich trägt und Freude verbreitet. Vielleicht gibt es Menschen, die wir kennen in unserem Umfeld, die immer ein Lächeln haben, die immer ja, gut drauf sind, Freude verbreiten. Ja, aber da gibt es so viele verschiedene Arten. Wie macht das die Gottesmutter? Es gibt auch ganz viele Arten von Freuden. Also man sagt manchmal auch Spaß, ist auch eine Art von Freude. Oder es kann eine still verhaltene Freude im Herzen sein, auch eine Art der Freude. Also ich möchte ein bisschen nachspüren, was für eine Freude trägt die Gottesmutter in sich so als Person? Und welche Freude möchte sie auch uns vermitteln? Und davon haben wir etwas in der Lesung gehört. Wenn es im Brief von Paulus heißt, das ist ein großes Geheimnis, Gott hat Menschen erwählt. Im Voraus schon, lange, lange bevor wir geboren sind, hat Gott uns erwählt, dass wir Kinder Gottes werden können. Und das ist etwas, was die Gottesmutter auszeichnet, ganz besonders. Und sie konnte sich darüber freuen. Sie sagt ja im Magnificat, Gott hat herabgeschaut auf mich, die kleine Magd, und er hat mich erwählt. Für etwas so Großes in der Welt. Das ist unglaublich. Sie war wirklich ein ganz kleines, unbekanntes, kein adeliges Kind, also Mädchen, schon ganz jung, wenn das so die Forscher, wie die Forscher sagen, hat sie diesen Auftrag von Gott bekommen, du sollst Mutter Gottes werden. Das, worauf Jahrtausende die Gläubigen gewartet haben, das ist durch sie in Erfüllung gegangen. Und sie hat gespürt, Gott hat mich erwählt. Was für etwas Unglaubliches. Und sie hat sich darüber, am ersten Moment war sie auch geschockt. Sie war erschrocken. Und sie hat gesagt, was soll das? Also wie soll das geschehen? Aber dann ist sie zu Elisabeth gegangen, wie wir gehört haben, und hat diese Freude mitgebracht. So ist Gott. Sie hat erkannt, Gott ist so und erwählt Menschen. Sie als kleines Mädchen, aber auch andere, dann den Johannes und die Elisabeth und dann alle anderen.
Und ich glaube, das will sie auch uns vermitteln. Es gibt eine Zuwendung Gottes, nicht nur als allgemeine Liebe, sondern die jedem Einzelnen gilt. Jeden hat Gott ganz besonders angeschaut, erdacht, erwählt für irgendetwas, was nur er erfüllen kann. Niemand anders sonst. Die Eltern können nur die einzigen sein, Eltern ihrer Kinder. Das ist einfach so. Gott hat sich in seiner Weisheit, das ist die Lesung des Sonntags, die wir jetzt nicht gehört haben, aber das ist ein wunderbarer Hymnus auf die Weisheit Gottes. In seiner Weisheit hat er das alles erdacht. Jeder ist von Gott erwählt und berufen, ein Kind Gottes zu sein. Er hat herabgeschaut auf jeden Einzelnen wie auf die Gottesmutter. Und deswegen will sie uns auch helfen, uns darüber zu freuen, dass jeder, so wie er ist, nicht wie er sein sollte oder so, sondern genauso wie er ist, erwählt ist von Gott als etwas ganz Besonderes. Ich hatte am Freitag noch ein Begräbnis und der Verstorbene war ein bisschen distanziert zur Kirche, aber er hatte einen Wunsch, dass an seinem Begräbnis das Lied gespielt wird, My Way. Ich glaube, das ist von Frank Sinatra. Ein altes Lied, aber ganz innig so, mein Weg. Ich bin meinen Weg gegangen. Nicht, ich habe mich nicht irgendwo was aufdrängen lassen. Ich bin dem, was ich in mir habe, treu geblieben und habe versucht, auf meine Art das Leben zu bewältigen. Und das hat mit der Erwählung zu tun. Jeden hat Gott was für was anderes erwählt und er will, dass jeder seinen eigenen Weg wählt. Ob er jetzt ganz nahe ist, sich fühlt zu Gott oder nicht, aber das ist ein Charakteristikum, was auch Pater Kentenich sagt. Jeder hat die Aufgabe, nicht etwas Großes irgendwo in der Welt, sondern seine Aufgabe zu erfüllen, seinen Weg zu gehen. Und das kann man nur, wenn man ganz sich selber ist oder, wie wir sagen, echt ist in dem, was man lebt. Und das hat mit dieser Erwählung etwas zu tun. Es gibt viele Dinge, die interessant sind in der Welt und die man machen könnte und wie man das Leben gestalten kann. Aber aus dieser Erwählung heraus, aus der Freude, dass Gott mir etwas Eigenes gegeben hat und dass ich das, was ich im Herzen trage als meines, dass ich das verwirklichen kann und dass ich sogar so heilig werden kann, das ist etwas einfach wunderbar Großes. Und ich glaube, die Gottesmutter möchte uns das vermitteln. Wenn wir auf unser Jahresmotto schauen, echt Schönstatt, kennt ihr nicht Inside? Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Charakteristikum. Wir können nicht echt Schönstatt leben, wenn wir nicht echt wir selber sind. Und Pater Kentenich hat ganz großen Wert darauf gelegt, dass jeder sein persönliches Ideal sucht und findet und eben dieses ganz eigene Leben leben kann. Also die Freude der Gottesmutter, die sie gehabt hat, dass Gott sie erwählt und ihren Weg ganz besonders gezeichnet hat, vorgedacht in seiner Weisheit, das gilt auch für uns alle und das will sie uns vermitteln. Die Frage ist natürlich dann, was bedeutet das für uns? Ist das nicht auch eine Aufgabe? Geschenke, Gaben sind ja auch Aufgaben. Also Aufgabe heißt, unseren eigenen Weg zu gehen, aber auch den jedes anderen auch zu respektieren. Auch jeder in dem, was er tut, versucht seinen Weg zu gehen. Und wir schauen den anderen auch in diesem Licht an. Und noch mehr, wir reden auch voneinander so, dass wir einfach jeden anerkennen, dass er auf seine Art und Weise leben darf und leben soll. Manches gefällt uns eben nicht, wie die anderen leben, das ist halt so. Er darf ruhig sein, aber wenn wir das erkennen können, auch ihn hat Gott erwählt und als ersten Auftrag gegeben, dass er seinen Weg lebt und ganz echt ist, so wie er kann, dann denken und reden wir gut voneinander. Und das ist wichtig. Das ist das, was dieser Erwählung letztlich entspricht. Oder Sie können sich fragen, wo habe ich diese Wirklichkeit selber in meinem Leben zutiefst erfahren? Dieses
echt ich sein dürfen und etwas Besonderes sein dürfen? Ist das in der Familie? Ist das mit Freunden? Ist das, wenn ich eine besondere Aufgabe bekommen habe? Wo ist das in meinem Leben? Wo schätze ich es am meisten, dass es so ist, dass ich dieses Geheimnis in mir trage und immer eigentlich diesem auf der Spur sein darf, um es zu leben? Also, die Gottesmutter ist eine Person der Freude, und wo das immer gelingt, diese Erwählung, dieses Besondere von jedem Menschen bei mir, bei anderen zu sehen, zu erkennen und darauf einzugehen, danach zu leben, da entsteht Freude. Ist nicht einfach ein Gaudi, aber ist eine tiefe, innere, echte Freude, die die Gottesmutter uns von ihrem Leben auch vermitteln will. Die Gottesmutter hat noch auf eine andere Weise die Freude ganz besonders in ihrem Leben gepflegt, und das haben wir im Evangelium gehört. Sie ist zu Elisabeth gegangen. Sie hat sich auf eine Begegnung, obwohl sie noch ganz unsicher war, so kurz nach der Verkündigung, wie jetzt das alles sein wird, ist sie zu Elisabeth gegangen, ist ihr begegnet. Und in dieser Begegnung, das haben wir gehört im Evangelium, ist die Freude so groß gewesen, dass sogar das Kind im Schoß von Elisabeth gehüpft hat vor Freude. Also Elisabeth sowieso, aber hat sich wahrscheinlich einfach übertragen auf das Kind in ihrem Schoß. Es hüpfte vor Freude. Also die Gottesmutter ist auch die Frau, die der Begegnung. Sie hilft zur Begegnung, und dass die Begegnung zu einer Freude werden kann. Das ist ihre besondere Auszeichnung. Das hat sie damals selber erlebt, aber auch immer wieder. Bei der Hochzeit von Kana ist die Begegnung mit ihr zur Freude der ganzen Hochzeitsgesellschaft geworden. An Pfingsten ist der Heilige, hat sie durch ihre Begegnung, durch ihr Dasein mit den Aposteln ihnen geholfen, die Freude der Pfingsterfahrung zu bekommen und so weiter. Also die Gottesmutter, die eine Freude in sich trägt und uns helfen will, auch die Freude der Begegnung zu erfahren. Da können wir uns auch vielleicht fragen, wo sind für mich Begegnungen zu einer ganz echten, schönen, tiefen Freude geworden? Begegnungen, Gespräche, miteinander sein. Das können Feiern sein, wie diese hier, wo wir einfach miteinander uns Zeit nehmen, können Geburtstagsfeiern sein. Verschiedene Feiern, da sind wir beisammen, begegnen einander. Es können aber auch Einzelgespräche sein, wo wir einander einfach tiefer begegnen, aufnehmen, was den anderen beschäftigt. Denke zurück an die Jugendarbeitszeit. Ja, und dann plötzlich höre ich am Morgen wieder, die sind erst 4:30, 5 Uhr schlafen gegangen. Ja, was habt ihr denn so lange gemacht? Geredet. Ja, wenn man wieder zusammen ist mit Menschen, mit denen man sich versteht, denen einfach tiefer begegnen kann, weil man wirklich über das reden kann, was einen beschäftigt. Wie schön ist das doch? Begegnung. Einander aufnehmen. Ja. Pater Kentenich meint, wenn wir auch ein bisschen ihn schauen, dass das etwas ganz Wichtiges ist. Dass wir im gegenseitigen Miteinander einander stärken, einander bereichern. Er meint sogar, dass dieses Begegnen, wenn es gelingt, einander aufzunehmen, einander innerlich zu berühren, sei es als Ehepartner, sei es als Freunde, sei es im Miteinander, in überraschenden Begegnungen, dass das ein Stück Himmel auf Erden ist. Er sagt sogar mal, wissen Sie, den Himmel müssen Sie sich so vorstellen, da entzünden wir uns aneinander. Natürlich auch an Gott, weil er die große Liebe ist und das Leben und die Freude. Aber
Aber nicht nur an Gott erfreuen wir uns im Himmel, sondern auch aneinander, weil wir uns aneinander entzünden, weil Gott in jedem ein Feuer hineingelegt hat von seiner Liebe und von seinem Reichtum. Und im Himmel wird eine Gemeinschaft der Heiligen, das wird ein Miteinander, ein Austausch, ein Begegnen, ein ständiges Einander entzünden, begegnen sein. Aber das gibt es schon auch auf der Erde ein Stück weit. Und die Gottesmutter möchte uns das vermitteln. Es setzt natürlich auch wieder die Frage, und was können wir auch dafür tun? Ich glaube, einfach eine Haltung der Offenheit. Weil manchmal sieht man jemandem an, wie er da sitzt, der möchte jetzt allein gelassen werden, in Ruhe gelassen werden. Und das ist auch gut, wenn wir das können, im Sinne von, wir dürfen uns auch manchmal zurückziehen. Wir dürfen uns mit uns selber beschäftigen und wir brauchen dafür Zeit. Aber dann sind wir wieder mit anderen. Aber dass wir nicht nur nebeneinander sind, dann braucht es eine Haltung der Offenheit, des Miteinanderseins. Jemand hat erzählt, kürzlich, sie haben eine Israel-Reise gemacht und da war eine ältere Frau zufällig am Sitz nebendran und die war so am Anfang ganz verschlossen, aber dann irgendwie kam es dann doch zu einem Gespräch und dann hat sich herausgestellt, eine Frau aus Österreich, die aber schon viele, viele Jahre in Israel lebt und die hat diesem Ehepaar dann Dinge gezeigt, die man sonst nicht sieht, wenn man nach Israel fährt. Zum Beispiel, wo der heilige Johannes der Täufer, die Höhle, wo er gelebt hat. Da kommt man nie hin, wenn man das nicht weiß. Und sie, weil sie da lebte, wusste das. Also aus einer kleinen Begegnung in einem Flugzeug war eine wunderbare Tür aufgestoßen, um etwas ganz anderes zu erleben. Also es braucht eine Art Offenheit. Offenheit für die Begegnung miteinander. Aber es braucht auch die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen. Und es ist das, was uns letztlich die Gottesmutter auch lehren will, durch alle menschlichen Begegnungen hindurch, die Begegnung mit Christus. Das ist das Wort von Pater Kentenich, das er immer wieder aufgreift, wenn es darum geht, wie sehen wir in Schönstatt die Gottesmutter. Er nimmt ein Wort vom heiligen Papst Pius X. Die Gottesmutter ist die, die uns am vitalsten in die Beziehung zu Jesus Christus, ihrem Sohn, hineinführen kann und zu einer tiefen Verbindung mit Gott führen kann. Sie ist der beste, der kürzeste und schönste Weg zu Christus. Also zu dieser Begegnung mit dem Erlöser. Nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf der Erde. Also die Gottesmutter kann Freude in diese Welt bringen und sie will sie zu uns hintragen, wenn wir wie sie die Begegnung suchen. Das offene Herz, nicht Misstrauen, sondern einfach immer wieder neu Bereitschaft zur Begegnung und letztlich zu dem, was Gott uns durch den Mitmenschen, den wir begegnen können, an Reichtum zeigen will. Sie ist die Frau der Freude der Begegnung. Und noch ein drittes meine ich, eine dritte Art der Freude zeichnet die Gottesmutter aus. Besonders in Schönstatt, von der MTA, Heiligtum. Und das ist die Freude an etwas mitzuwirken. Nicht Zuschauer sein, bloß. Es ist schön, wenn man im Konzert ein Zuschauer, Zuhörer sein kann, bei einem Theater und am Schluss applaudieren kann. Das ist schön. Aber noch schöner ist, wenn man mitwirken kann. Das war für mich damals ein richtiger Sprung, als ein Klassenkamerade von mir gesagt hat, du möchtest du nicht an meiner Stelle im Stadttheater, in St. Gallen damals, eine Rolle übernehmen. Ich war erschrocken. Ja, ich kann heute Abend nicht und du könntest einspringen, ich verliere sonst einen Punkt, aber wenn du hingehst, dann macht das nichts. Also ich hatte die Aufgabe, eine ganz stumme Rolle, eine Statistenrolle, und ich wusste gar nicht, ich hatte keine große Einführung, was da auf der Bühne passiert, aber es war eine große Oper und ich war mittendrin und plötzlich merke ich, ich bin ja Mitwirkender. Einer großen Sache, einem Theaterstück, einer Oper. Also es ist etwas Schönes, wenn man mitwirken kann und nicht nur Zuschauer bleibt.
Oder wir hatten eine Tagung jetzt am Kahlenberg. Da haben die Schwestern auch gefragt, können die Familien auch etwas mitwirken am Kahlenberg? Ein Arbeitseinsatz. Und die Eltern ja gesagt und plötzlich waren alle Kinder auch dabei. Das war eine Freude, richtig mal Holz zu spalten wieder. Oder ja, oder also eine Scheibgrube zu stoßen. Und also wie die Kinder sich da einfach eingesetzt haben, das war einfach schön. Da hat man gespürt, wenn man nicht nur einfach da sein kann, spielen kann, ist auch schön, aber wenn man mitwirken kann, was ist das für eine Freude? Und das hat die Gottesmutter erlebt. Nicht nur mitzuwirken im Haushalt oder äußerlich oder an der Hochzeit von Kana, sondern im großen Heilsplan mitwirken dürfen. Das ist eine Freude. Das ist eine echte Freude, weil wir wirken dann, dass wir gebraucht sind, dass wir eine Aufgabe haben und dass es wunderschön ist, auch wenn wir selber nur ganz wenig tun können. Eine Freude des Mitwirkens. Das hat die Gottesmutter erlebt. Sie hat ja nicht viel, sie hat nicht gepredigt. Sie hat nicht Wunder gewirkt. Aber sie durfte mitwirken und es war ganz wichtig, dass sie da war, bis unters Kreuz. Dass Jesus seine Mutter in der Nähe hatte. Es war so wichtig. Die Art und Weise, wie sie mitwirken konnte. Also, die Gottesmutter möchte, dass auch wir diese Freude kennenlernen. Sie möchte sie uns schenken, wenn wir mitwirken. Selbstverständlich können wir auch nur wenig. Aber es ist auch da wichtig, Pater Kentenich sagt, Schönstatt ist so geworden, weil so viele mitgewirkt haben. Und ohne die Mitwirkung von ganz, ganz vielen, mit all dem Originellen, was sie eingebracht haben, wäre Schönstatt nicht das geworden, was es geworden ist. Das heißt, das ist nicht nur ein Mittun, egal ob ich es oder ein anderer tue, sondern dass man sich einbringen kann. Ein Mitwirken, wo ich etwas von meinem Leben, von meinem Herzen, von meinem Tun, von meinen Begabungen mit einbringen kann. Das ist echt Schönstatt. Schönstatt, das nur ein Angebot für andere ist, ist nicht echt Schönstatt. Sondern eines, wo jeder Mitwirkender ist. Mitwirkender an etwas Großem, wo wir die Dimensionen überhaupt nicht sehen. Pater Kentenich meint ja, für Jahrhunderte dürfen wir mit Schönstatt etwas beitragen zur Kirche. Also ganz große Dimensionen sieht er. Wichtig ist auch wieder die Haltung. Uns einlassen auf etwas, was größer ist. Das vielleicht auch mal nach anderen Plänen geht als unseren eigenen. Und doch, wir dürfen mitwirken. Wir dürfen miteinander mitwirken. Das ist nochmal etwas ganz Besonderes. Eben nicht nur jeder allein, sondern im Miteinander kommt eine Freude auf. Die Gottesmutter wird immer gesehen vom Pater Kentenich als Mitwirkende mit ihrem Sohn. Mitwirkend mit den Aposteln. Mitwirken mit anderen an der Kirche. So uns mit der Gottesmutter verbinden, in dem, was wir tun können, mit anderen zusammen, an etwas Großem. Das hat in ihr Leben viel Freude gebracht und kann auch in unser Leben Freude im Sinne einer tiefen Erfüllung bringen. Ich glaube, das sind die Besonderheiten der Freude der Gottesmutter. Und sie möchte uns wirklich ein Stück weit Anteil geben, auch gerade eben im Sinne unserer Jahresparole. Echt Schönstatt, echte Freude, echtes Begegnen, mit hineintragen und so wie Pater Kentenich das angefangen hat, damals, wie es weitergehen soll, damit Schönstatt echt Schönstatt bleibt.